Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Es geht weiter mit unserem Raytracer. Wir haben jetzt dieses, letztes Mal haben wir hier unten die normale berechnet. Und dieses Mal wollen wir hier nicht einfach nur die Farbe einer Farbe zurückgeben, also quasi hier das hier, sondern wir wollen diese Farbe tatsächlich dann auch mal ein bisschen flexibler haben. Und deswegen ändere ich das gleich mal hier oben und sage, okay, ab sofort haben wir keine Farbe mehr, sondern ein Material oder Material, wie man es möchte. M. Da könnt ihr euch dann von mir aus eine Textur oder sonst was drunter vorstellen. Auf jeden Fall gibt es diese Klasse noch nicht und wir haben hier auch kein M, kein C.RGB. Wir können hier aber das Ganze einfach ändern und zwar sagen wir M.getRGB und geben hier die Position durch. So, dann bleibt die hier noch relativ übersichtlich und wir können das Ganze auslagern in unsere Materialklasse. Und diese Materialklasse, das ist eben das, was wir heute machen wollen. Wir sagen hier, natürlich im Konstruktor geben wir dann noch mehr an. Wir sagen hier Material M und sagen, upsala, kein Hashtag, this.m gleich M. Sag mal, was ist heute mit dem Tippen schon wieder los? Okay, jetzt sagen wir hier einfach, wir kreieren uns diese Kl Entschuldigung, wir kreieren uns diese Klasse Material und die wird tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Sie erbt allerdings auch von nichts, also von dem her. Einfach hier auf Finish und weiter geht's. So. Genau, in diese Materialklasse kommt dann eben das ganze Zeug rein, was wir zur Schattenberechnung brauchen. Und ja, das machen wir natürlich in die Methode von unserer Sphere hier drüben. Da haben wir ja schon diese Methode getRGB und wir kreieren uns diese Methode einfach mal hier drüben und lassen uns das Ganze quasi einfach generieren. So. Ja, wir brauchen jetzt hier allerdings unser Objekt selbst, also wir brauchen tatsächlich das Objekt, auf das das Material angewendet wird, in unserer Materialklasse selbst leider auch. Und deswegen schreibe ich hier mal ein Object 3D Reference hin und der Grund ist unsere getNormal-Methode, die wir haben, denn die ändert sich ja pro Objekt. Die kann ich für ein Dreieck an oder muss ich für ein Dreieck anders berechnen, als ich es für eine Kugel zum Beispiel tue. Das ist das Problem. Und ja, dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine SetReference-Methode, denn ansonsten müssten wir das Objekt quasi beim Konstruieren schon selbst angeben. Das ist ein bisschen doof. Deswegen hier eine public void SetReference. Manus wird mir nicht angegeben. Okay, wir haben hier ein Object 3D und this.reference. Ah, ja, wir sollten, oder ich sollte vielleicht dem Ding hier noch einen Namen geben. This.reference gleich ref. So. Und da müssen wir natürlich erstmal hier gucken in unserer getRGB-Methode, ob unsere Referenz gesetzt wurde. If reference gleich null, dann gehen wir einfach wieder raus. Return. Denn sonst würden wir hier nur Fehler kriegen und das wollen wir natürlich vermeiden. Was geben wir zurück? Minus 1. Ne, wir geben 0 zurück, sonst kriegen wir da noch einen Fehler. Dann kriegen wir einfach nur schwarz. Okay, so. Jetzt können wir mal mit dem eigentlichen Code anfangen. Und zwar werden wir ein paar ja, Variablen benötigen hier oben. Und zwar einen Vector3D, beziehungsweise mehrere Vector3Ds, für den diffusen Teil. Und ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich wahrscheinlich aus dem Internet keine Bilder klauen darf. Ich werde euch dann nach und nach erklären, was diffus, spekular und ambientes Licht ist. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt kann ich die auch eigentlich gleich alle eintragen. Ambient und spekular heißt das letzte. Vector 3D und hier oben fehlt das 3D. Speku, ich habe es mit C geschrieben bei mir, also schreibe ich sie auch mit C. Perfekt. So, ambientes Licht könnt ihr euch vorstellen, wenn es wirklich komplett schwarz ist. Also wirklich, man sieht nichts, aber dieses ambiente Licht ist trotzdem immer dasselbe. Also man hat für ein Objekt so eine Grundfarbe sozusagen. Und diese Grundfarbe, das nennt sich das ambiente Licht. Also wenn man jetzt, wenn das Objekt perfekt beleuchtet wäre, dann ist diese Farbe perfekt da. Und das ist sozusagen der Grundton, der immer vorhanden ist, egal wie es jetzt mit der Beleuchtung aussieht und so weiter und so fort. Ist schwierig zu erklären. Ich zeige es euch lieber nachher. Der diffuse Anteil ist, wenn ihr jetzt ein Stofffetzen nehmt
und euch den vielleicht anguckt, wenn da so das Licht drauf scheint seitlich, dann sieht man so einen kleinen farblichen Übergang, so einen weichen Schatten im Prinzip. Und das ist im Prinzip der, also wenn wirklich nur eine Punktlichtquelle drauf scheint, dann ist es auch so ein bisschen weicher Schatten. Das ist der diffuse Anteil, ist es wirklich schwer zu erklären. Ich bitte euch da wirklich wegen den drei Termen, googelt einfach genau nach diesen Dingern und ihr werdet auf jeden Fall, das verspreche ich euch, Sachen finden, wo das eigentlich recht gut erklärt ist. Spekular ist am einfachsten zu erklären, das ist einfach die Reflexion, also wirklich das direktionale reflektierte Licht. Sprich, wenn ihr irgendeinen glänzenden Gegenstand habt, zum Beispiel keine Ahnung, irgendeine Kette oder einen Ring, das ihr gerade tragt, beziehungsweise den ihr gerade tragt, und da fällt Licht drauf, dann ist das Spekular, denn es wird direkt reflektiert. Für den Rest, ja, diffus könnt ihr euch dann wie zum Beispiel bei Stoff vorstellen und Ambient ist einfach immer da. So, wir wollen Ambient, wie war unsere Kugel, die war grün, also sagen wir R0, G voll und B auch 0. Das sind, wie ihr schon denken könnt, jetzt prozentuale sozusagen Anteile. Also wie stark ist dieser Teil des Lichts? Beim Diffusen geben wir ungefähr so einen kleinen Dunkelgrauton, nee, Hellgrauton an. Den nehmen wir einfach mal Vector 3D. Diffus ist ja 0,7, fand ich bei mir einen recht coolen Wert. Der ging eigentlich ganz gut. Also da könnt ihr gerne auch rumprobieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Und das kann sich natürlich auch für jedes Objekt ändern. Im Prinzip hat man da, wenn man sich jetzt irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten kauft, die Ahnung haben von dem Designteil, also wir wollen ja hier den Programmierteil machen. Die Leute, die den Designteil machen, die liefern euch dann die passenden Sachen mit. Ups, 0,3. Und das ist der Spekularteil, der ist relativ dunkel, ansonsten wird es einfach viel zu hell am Schluss, weil der Spekularteil echt mächtig ist. Ja, also wenn ihr euch da mal im Internet umguckt, diese Models oder Texturen oder was auch immer ihr euch da kauft, für eine Anwendung später, die haben dann meistens auch so Sachen mit angegeben. Hier muss natürlich Vector 3D hin. Aber wir müssen jetzt halt diese Werte so ein bisschen schätzen und sagen, wie das dann aussehen soll. Okay, dann brauchen wir, da wir mit dem Phong-Modell arbeiten werden, das hat ein gewisser Herr Phong ja, erfunden oder aufgestellt oder wie auch immer. Phong war übrigens sein Vorname, nicht sein Nachname. Der Phong-Exponent ist quasi, wie stark wird das reflektierte Licht gebündelt. Da kann man auch einen höheren Wert angeben, dann ist es eher schmaler Fleck, der hier durch das spekulare Licht entsteht. Und wenn der kleiner ist, dann ist es halt ja, eher ein kleiner Fleck. Aber ich werde euch das dann alles nochmal zeigen, wenn wir fertig sind, was was genau ist. Ja, wir müssen jetzt hier natürlich erstmal angeben, wie wir diese Berechnung hier machen wollen. Und das Problem ist, dass wir dazu Licht brauchen und deswegen können wir hier noch gar nicht weitermachen. Das heißt, ich schreibe hier wieder unser Return 0 hin, damit wir keinen Fehler kriegen. Und ja, weiter geht's mit dem Licht. Und das machen wir sogar tatsächlich nächste Woche. Alles klar, was heißt nächste Woche? Morgen oder übermorgen, wie auch immer. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann.